Atrium. Hier kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototypen. Wir müssten Ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Irgendwo ist noch so ein Phantom. Noch eine schallgedämpfte Pistole. Aber die können wir halt nur recyceln, wenn wir keine Abnutzung aktiviert haben. Und dann würde ja theoretisch noch dazu kommen, dass man eine Waffe, die man modifiziert, nicht abnutzen darf. Weil sonst fängt man ja wieder bei Null an. Medikit Fabrikator Plan. Jetzt können wir Medikits machen. Tatsächlich könnten wir auch jetzt mal wieder einen nehmen. Operator Dispenser. Medizin-Operator könnten wir hier rausholen, der uns dann heilt. Der Rückweg. Gebrannte Platine. So. Habe ich dich. Werkstatt. Schon wieder viel zu weit. Aber gut zu wissen, dass es diesen Weg gibt. Mio Okabe. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Das ist sie. Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Sich wieder reanimiert. Regeneriert. Conrad Birchman. Mann, ich muss zerlegen. Okay. Da geht's dann in die Werkstatt.
Das ist das ein Zeichen für Aufzug. Elektronik leicht gemacht. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Elektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Gut. Hier müssten wir reparieren, das können wir nicht, also gehen wir oben lang durch die Krankenstation. Zwei korrumpierte Maschinen. Warum kommt mir der Ort gerade hier so bekannt vor? Irgendwas klingelt bei mir. Dann wir hier alles. Steuerung. Was hat das denn jetzt gebracht? Schaden entdeckt. Da ist ja was runtergefallen. Ich dachte irgendwie, das würde die dann schaden, aber das passierte ja nicht. Immer schön die Rohrzeige nehmen, es kostet keine Munition. Noch ein Zerleger. Neuromod. Jetzt können wir noch nicht mehr einen Neuromod mitnehmen. Wir hatten die ganze Zeit so ein Reparaturkit bei uns. Neuromod ist wichtig. Neuromod.
Zum Reparieren. Mondtür. Okay, setzt wohl irgendwas aus. Radioaktiv. Temperatur 3. Storage Room. Machen wir erstmal die Mission hier. Wir waren ja schon mitten in der Werkstatt von Cavino. Nee, waren wir nicht. Seine Tür doch nicht. Sollten hier noch gar nicht sein. Ah, ich brauche einen Zerleger. Warte, geht das? Sicherlich. Calvino hat wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Sie können ihn, oder was von ihm übrig ist, über die Liste der Sicherheit finden. Der Weg würde uns jetzt auch hier reinführen. Jetzt müssen wir Calvino finden. Lawrence. Da unten. Gar nicht lang diskutieren mit denen. Checkpoint. Sogar mit Funkfähige Recycle-Maschine. Und dann müssen wir den nächsten, neben den Zerlegen, auch ein größeres Inventar uns besorgen. Kann man alles mitnehmen. Das war nötig. Uns auch angezeigt. Kanister, Kanister, Schlauch. Jägerin-Bolzenwerfer.
Bolzenwerfer verschießt Schaumbolzen, die keinen Schaden verursachen. Er ist jedoch hervorragend dafür geeignet, Kollegen zu nerven, Gegner abzulenken und Schalter und Bildschirme aus der Ferne zu. Wie, das geht auch? Weil das alles Touch ist? Nutze Mostas ein zum Abfeuern der Spielzeugwaffe und er zum Nachladen.